Frau. Genau. Ich merke, ich habe so ein bisschen Berührungsängste. Wenn du vielleicht die Hand berührst, merkst du die Kälte. Alles rund um Sterben, Tod und Trauer. Zünd die Kerze für meinen Papa an, der vor 2 Jahren gestorben ist. Wenn man dann jeden Schicksalsschlag an sich ranlässt, dann geht man innerhalb kürzester Zeit kaputt. Ich bin die Lena und ich studiere perimortale Wissenschaften. Und heute darf ich zum ersten Mal einen Verstorbenen versorgen. Wir gehen jetzt zum Bestattungsunternehmen. Das ist heute auch mein erstes Mal. Und wir werden heute einen Verstorbenen grundversorgen, anziehen und ja, ihn dann auch zum Friedhof begleiten. Ich habe Respekt davor, aber freue mich auch. Lernt man sowas im Studium? Ja, wir hatten tatsächlich ein Seminar darüber, wie das in Theorie alles abläuft. Und heute ist mein erstes Mal hier live mit dabei. Dann gehen wir gemeinsam in Richtung Sackausschlag, um dort mal handwerklich für unseren Tag heute einiges zu schaffen. Peri beschreibt einfach dieses Umherum und ja, Natal dann um die Geburt und Mortal halt eben um das Sterben. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also alles rund um Sterben, Tod und Trauer. Was wollen wir jetzt machen? Für die Überführung, Versorgung, alles, was wir planen, bereiten wir noch den Sarg vor. Genau, gleiches. Versuch's. Das gleiche, wechseln wir jetzt nach oben. Dafür ist natürlich auch gerade jetzt dieses Semester, also unser Praktikumssemester, sehr entscheidend, für das ich ja jetzt eben auch hier gerade in Leipzig bin und mal in gewisse Sachen reinschnuppern möchte. Wie geht's mir damit? Wie fühle ich mich? Könnte ich mir sowas vorstellen? Weil das Feld so weit offen ist. Ja? Also vom Bestattungsinstitut über Trauerbegleitung, Sterbebegleitung bis hin zu Berufen, die gar nicht direkt was mit Sterben und Tod des Menschen zu tun haben. Jetzt so an einem Sarg zu stehen, das ist kein Schrank von Ikea? Ja, also bis jetzt noch ganz normal. Ich glaube, ich habe so diesen Sargbezug noch nicht so ganz. Ich habe nach dem Abitur BWL Industrie studiert, dual, in der Autoindustrie und genau, habe das 3 Jahre lang gemacht und bin dann daraufhin nach Mexiko gegangen. Und mir hat es da super gut gefallen, also die Kultur und die Menschen und den ganzen Umgang miteinander. Ich glaube, dass mich das auf jeden Fall unterbewusst beeinflusst hat, weil ja die mexikanische Totenkultur und der Umgang mit dem Tod und auch mit Toten und Sterbenden ganz anders ist wie in Deutschland. In Mexiko ist es ein buntes Treiben, ja? Also es ist ein richtiges Fest, an dem Altäre in den Häusern aufgebaut werden, das ganze Haus schön geschmückt wird, weil ja die Seelen der Verstorbenen in den Tagen zu Besuch kommen. Jetzt haben wir ein Stück ein. Das ist wie nah am Bettlaken. Ist auch kein oben und kein unten. Mit dem Tacker und gerne mit dem Laken bis an die Kante. Man könnte meinen, du hast heimlich geübt. Vielleicht hilft es, dass ich alles schon mal in der Theorie gesehen habe. Ja. Das heißt, also wir haben zwar nicht gesehen, wie das wirklich gemacht wird, aber wir haben schon mal alle Materialien und Utensilien gesehen. Und uns wurde zumindest theoretisch erklärt, wie auch so eine Sargauskleidung stattfindet. Ja, genau, gut an. Und jetzt setzen wir uns mal symbolisch auf. Dann haben Sie das erste Mal deinen ersten selbstständig mit fertig ausgekleideten Sarg. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Respekt davor. Respekt vor diesen Vorgang, einen Toten zu berühren, auch große Ehrfurcht. Ja, einen Menschen vor sich liegen zu haben, bereits verstorben, den man überhaupt nicht gekannt hat und dann doch so eine intime Berührung zu haben. So, Lena, jetzt gehen wir rüber in unsere Versorgungsräume. Da habe ich sozusagen ein bisschen das schon ein Stück vorbereitet. Das heißt, jetzt sind wir vom reinen Objekt hin wirklich zu dem Menschen, zum Verstorbenen. Und hier, wie du siehst, hat die Familie uns bereitgelegt, eine Anzughose. Unterhemd, Socken, Unterwäsche dazu und wir schauen nachher mal, wie es sich ankleiden lässt. Ich glaube, das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung, nicht nur für mich als Perimortalwissenschaftler, sondern für jeden, sowas auch mal mitzumachen, um gewissermaßen auch diese Hemmschwelle, die bei vielen, denke ich, besteht,
einfach zu verlieren. Wenn ich den jetzt öffne, wirst du Leichenrollen sehen, genauso Wagen wie hier sehen. Mhm. Natürlich belegt mit Verstorbenen, aber eingehüllt komplett in den Vlies. Okay, ja? Mhm. Mal damit nach vorn. Mhm. Wir ziehen jetzt, genau, Rücken und Schließe. Mhm. Jetzt sozusagen der nächste Schritt, dass wir gemeinsam die Folie öffnen und dann wäre es auch für dich, da würde ich mal nicht so viel erzählen, sondern begegnen, dass du auch das erste Mal dann der Kälte mit dem Verstorbenen. Der Tod aus als Bild. Mhm. Wie geht's dir jetzt damit? So? Ich glaube, besser als gedacht. Ich merke, ich habe so ein bisschen Berührungsängste. Aber sonst eigentlich ganz gut, glaube ich. Du wirst merken, ja, wenn du die Haut berührst, dass sie sehr, sehr kalt ist. Mhm. Kann man aber auch davon natürlich ableiten. Er war bereits im Klimaraum bei uns. Ja. Die kriegt die Rigor mortis, das ist sozusagen der Fachbegriff für die Leichenstache. Und wenn du vielleicht die Hand berührst, merkst du die Kälte und merkst schon, dass da eine gewisse Steifheit der Hände und auch die Färbung, die Ablagerung des Blutes in den hängenden Extremitäten, das ist die Sprache des Todes. So. Ich denke, dass wir jetzt hier nur noch den toten Körper vor uns liegen haben, um den sich es aber genauso wichtig ist, sich wertschätzend darum zu kümmern. Genau, aber also für meine ganz persönlichen Begriff oder Vorstellung ist die Seele bereits gegangen. Ja. Wir sind sehr interdisziplinär aufgestellt. Wir haben die unterschiedlichsten Bereiche, Philosophie, geschichtliche Entwicklung, also auch ein Teil Soziologie mit drin, Psychologie, aber auch Kunst und Medien zum Beispiel oder auch den medizinischen Aspekt der Palliativcare, der ja eine sehr große Rolle spielt in dem ganzen Bereich von Sterben, Tod und Trauer. Wir haben ihn jetzt hier so weit liegen. Wir haben sozusagen die Aufgabenstellung, dass wir ihn jetzt ankleiden. Sozusagen das. Und jetzt gehen wir wieder Richtung. Hier ist es schön. Wie ist es jetzt gewesen? Ich hatte immer so das Gefühl, so ich möchte ihn gern. Also gern nah bei ihm sein, ihn irgendwie gern streicheln und berühren und ja, so durch die Haare fahren. Also diese anfängliche Berührungsangst hat sich auf jeden Fall total ins Gegenteil, ins Gegenteil gelenkt. Wir haben auch tatsächlich ein paar Kommilitonen, die keinen Verstorbenen sehen möchten oder irgendwie direkt in Kontakt mit ihm treten möchten, weil es ihnen einfach zu viel ist, weil sie generell ja auch kein Blut sehen können. Und das ist ja auch total in Ordnung, weil dieses Feld so groß ist. Es gibt ja auch viele unterschiedliche Bereiche, in denen man sonst tätig werden kann. Deswegen, das ist jetzt mal ein Ausblick, was man machen kann, aber es kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. So entlang, genau, greifen wir ein bisschen über. Und ich setze sie erst mal hier auf der Seite auf und dann schließe es auf der Seite. Gute Reise. Irgendwie fühle ich mich jetzt sehr geerdet. So. Und das hat mir jetzt ganz, ganz viel Angst genommen. Ja. Es war ein großer Schritt, aber rückblickend weiß ich gar nicht mehr, warum ich davor so viel Angst hatte. Bei Wolfsträne erwartet mich heute eine Gruppenbegleitung. Eine Gruppenbegleitung mit Jugendlichen zwischen ca. 15, 16 und 20 Jahren, die ein Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben. Ich schaffe es nicht, diese Distanz zu halten. Diese Distanz zu diesen schweren Schicksalsschlägen, zu dieser Trauer und bin da irgendwie mit drin. Und kommen da auch nicht raus. Man betreut ja in der Regel nicht nur ein Kind, sondern ganz viele. Und wenn man dann jeden Schicksalsschlag an sich ranlässt, dann geht man innerhalb kürzester Zeit kaputt. Ja? Dann könnt ihr reinkommen, wenn ihr möchtet. Im besten Fall passiert jetzt im Praktikum, dass ich merke, ja, ich kann mitfühlen, weil mitfühlen ist wichtig.
das Mitgefühl zeigen, aber ich komme nicht ins Mitleiden, sondern ich schaffe es auch wieder, danach meinen Abstand zu gewinnen. So, ihr Lieben. Ich zünd die Kerze für meine verstorbene Mutter an. Ich zünd die Kerze für meinen Papa an, der vor 2 Jahren gestorben ist. Ich zünd die Kerze auch für meine verstorbene Mutter an. Es geht viel um Abschied, es geht generell um Endlichkeit. Endlichkeit im Berufsleben, Endlichkeit von Projekten, von denen man sich verabschieden muss. Der Abschied eines Unternehmers, der sein selbst gegründetes Unternehmen verlässt, ja, so sein Baby, das er loslassen muss, das ist auch perimortale Wissenschaften. Genau, ich persönlich sehe mich schon eher in dem Bereich mit Menschen, also auf jeden Fall mit Menschen zu arbeiten, die direkt mit dem Thema verbunden sind. Wenn ich an meine Mutter denke, sehe ich gerade dadurch, dass es auch eine Sonnenbrille ist, halt meine Mutter wirklich die ganze Zeit mit Sonnenbrille rumlaufen, auch im Winter. Ich erinnere mich, wie mein Vater mir immer das Sams von Paul Maar vorgelesen hat. Ja, es war ja so ein Wesen mit so Wunschpunkten. Ach, schnell. Man kann da selber auch so viel dabei lernen. Jede Minute, die ich hier bin, denke ich mir so, ja, es ist so wichtig. Und dann braucht es eben auch genauso Leute, die diesen Raum schaffen. Und ja, ganz im Gegenteil zu meinen bisherigen Arbeiten ist es für mich so sinnvoll. Es gab schon oft Momente, in denen ich dann echt Gänsehaut bekommen habe, wenn ich die Geschichten so mitbekomme und ich merke, wie ich da mitfühlen kann. Ich glaube, das ist auch wichtig, aber nicht, dass es mich runterzieht. Und ich finde auch, diese ganze Stimmung, die die Kinder und Jugendlichen hier selbst kreieren, ist alles andere als traurig. Ja? Das ist eher so ein freudiges Erinnern. Sterben, Tod und Trauer studieren. Könnt ihr euch das vorstellen? Schreibt uns in die Kommentare. Schön, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Wenn ihr wissen wollt, wie so ein Medizinstudium abläuft, dann klickt hier. Und mehr von Alpha Uni gibt's hier.